We did it. Was genau? Ausverkauft. Ja, ausverkauft ist schon schnell. Die Frage ist, wird es einigermaßen erträglich für alle Beteiligten? Ja, also wir haben 23% weibliche BesucherInnen. Das ist eine Steigerung von etwa 50%. Und wir haben 13% weibliche Acts. Das ist eine Steigerung von 113% im Vergleich zum Vorjahr. Geil. I guess the bar was very, very low. Ja, aber wir haben dem Festival irgendwie zu Fortschritt geholfen und das ist auch ein Grund anzustoßen. Komm. Hey, wo habt ihr meine Nummer? Wer denn? Blink-182. Sie werden eine Runde Flunkyball im Backstage spielen. Ja, let's go. Hast du Flunkyball? Ey, aber das gäbe mein erfolgreichstes Reel. Das wäre doch geil. Was ist das Reel, das wert ist? Ja, aber denk mal an Toto. Das wäre doch für ihn wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. Flunkyball mit Blink-182. Okay, aber nur mal weg Toto. Yes. Auf Flunkyball mit Blink-182. Das war schon ein brutaler Prozess. Irgendwie. Ja, und die ganzen Learnings. Ja, wirklich. Das war schon, also das war eine emotionale Reise irgendwie. Voll. Das Auf und Ab. Und irgendwie das mit der Ideenplatte hat auch super geklappt. Wow. Ja, und jetzt dann morgen geht's los. So geil. Yes. Ach, wirklich, das war die ganzen Emotionen. Das Bootcamp. Weißt noch, das Bootcamp. Jetzt haben wir sogar die Foo Fighters als Headliner. Topleistung. Die Kröte. Cool. Ich kann es fast nicht glauben. Geil. Moin, moin. Hey. So, jetzt, ihr wollt schon angestoßen. Ah, Leute, ich bin so heiß. Und jetzt noch habe ich gerade die neue Frisur vom Dave Grohl noch gesehen. Ey, das wird so krass morgen. Das war so schön. Ja, glauben wir es denn?